Wir übersiedeln ins Weinbaugebiet Wachau, eine Hochburg für GV, also Grünen Veltliner oder Riesling, wie Sie wissen. Und neben diesen traditionellen Sorten setzen dort die Weinbäuerinnen und Weinbauern auf eben Burgunderreben, also Weißburgunder oder Grauburgunder oder Chardonnay. Alles ist mit dabei. Und die bringen auch auf Wachauer Boden ganz eigenständige, hervorragende Weine heraus und hervor, wie ein Winzer aus Wösendorf jetzt gleich zeigen wird. Erich Machhandl liebt seinen Beruf. Vor allem deshalb, weil er viel ausprobieren kann als Winzer. Jetzt hat er im Weingarten Bienenstöcke aufgestellt, um zu testen, ob die Bienen die Blüte der Reben beeinflussen und was sie sonst noch bringen können. Der Versuch dahinter ist zu schauen, ob die Bienen auch auf die Rebblüte gehen. Das spricht der Wein blüht. Der Wein ist aber nicht von den Bienen abhängig. Also theoretisch würde auch die Blüte ohne Bienen funktionieren, aber theoretisch können die Bienen da überall im Weingarten dann Pollen sammeln. Und das Spannende ist, nachher zu sehen, ob der Honig anders schmeckt als ein normaler Honig. Ebenso bemerkenswert sind die Reben an sich. Denn neben den Klassikern Riesling und Grüner Veltliner ist auch ein nicht unwesentlicher Teil mit Burgunderstöcken bepflanzt. Zum Teil schon seit vielen Jahren. Burgundersorten an und für sich sind eine sehr gute Rebsorte, wenn man sich mit Wein ein bisschen spielen möchte. Also Burgundersorten taugen für vielerlei Ausbau. Also sprich mit hoher Säure, niedriger Säure, Holzfass, ja, nein. Also mit Burgundersorten kann man viel machen, was jetzt auch für Winzer, die gewisse Spannung im Wein gerne haben, ein gutes Spielfeld darstellt. Und die Nachfrage nach Burgundersorten wird immer größer. Neben Weißburgunder und Chardonnay wird auch der Grauburgunder immer beliebter. Die Wachau gibt ihnen allen ganz spezielle Aromen und Charaktere mit. Vor allem eines. Mineralik. Wir haben sehr gneishaltige Böden, sehr karge Böden mitunter. Das macht ein eigenes Profil, eigenen Geschmack beim Wein. Und das ist sicher in der Wachau das schlagende Thema zum Thema Burgunder. Oder Wein im Allgemeinen aus der Wachau. Noch dazu ist bei uns im Normalfall sehr trocken. Sprich, wir kriegen ganz eigene Stilistik an Weinen. Um die Unterschiede sicht- und kostbar zu machen, hat Erich Machhandl auch im Keller ein Experiment gestartet. Die Trauben des Grauburgunders, alle vom selben Weinberg und am selben Tag gelesen, hat er aufgeteilt und auf zwei unterschiedliche Arten verarbeitet. Den einen Teil klassisch, also zuerst abgepresst und dann vergoren. Und beim anderen Teil hat er die Trauben nur gequetscht und samt Schalen und Kernen vergoren. Auf der Maische, wie es die Winzer nennen. Man hat deutlich mehr Gerbstoff durch den längeren Maischekontakt und auch mehr Struktur im Wein. Das ist auch mitunter ein Grund, warum ich den grauen Burgunder so gerne eben auf Maische ausbaue, weil ich ein Winzer bin, der Struktur im Wein sucht. Also sprich, sehr fokussiert, sehr straff. Und darum ist die Maischevergärung ein sehr gutes Werkzeug, um sowas zu erreichen. Es ist immer etwas, wo man noch dazulernen kann. Es ist sehr viel Bauchgefühl mit dabei. Es ist die Frage, wie lange bleibe ich auf Maische? Man kann das Spiel deutlich länger treiben. Also man kann auch sagen, okay, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, man braucht keinen Schwefel mehr. Also man macht schwefelfreie Varianten. Es ist ein riesengroßes Spielfeld und das macht es auch so spannend. Darum finde ich auch die Burgundersorten so gut, weil sie extrem hoch in der Säure sind im Normalfall bei uns. Und auch die Farbstoffe sind intensiver. Im Vergleich zum klassisch ausgebauten Wein ist der Maischevergorene deutlich dunkler. Beide Weine tragen sowohl die Aromen des Grauburgunders als auch jene der Wachau in sich, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Der Maischevergorene wirkt momentan sogar fast charmanter als der klassische, weil die Säure besser integriert wirkt. Der klassische Smaragd braucht ein bisschen länger und es gibt irgendwann einmal in ein paar Jahren einen Schnittpunkt, wo man sagt, okay, beide sind gleich weit, gleich reif. Aber momentan ist die pinke, die weißvergorene Variante einfach attraktiver. Und ein dritter, wesentlich farbintensiverer Wein reift auch noch in den Fässern. Eines ist für Wachauer Burgunder generell besonders typisch, die vergleichsweise stärker spürbare Säure, weil es in der Wachau unüblich ist, den biologischen Säureabbau durchzuführen. Diese Säure macht die Weine aber sehr gut haltbar, vor allem den Weißburgunder, einen besonderen Liebling des Winzerpaares. Es ist der Charme der attraktivere. In jungen Jahren, Weißburgunder gewinnt für mich sehr viel mit zunehmender Reife, weil er attraktiver und aussagekräftiger wird. Er ist zwar jung, auch etwas von einer gewissen Eigenaromatik getrieben, aber vielleicht nicht ganz so laut wie der Charme. Im Keller probieren die beiden auch schon die nächsten Neuerungen. Oxidativ ausgebaute Weine, ganz ohne Schwefel, aber mit viel Sauerstoff.
Und sie stellen ihr Weingut gerade auf einen Biobetrieb um. Sehr zur Freude der neuen fleißigen Mitarbeiter im Weingarten.